Hallo zusammen. Ich hatte in meiner Glossybox einen 20% Gutschein für Bodyshop. Und wie ich in meinem Glossybox-Video auch schon erwähnt habe, habe ich den eingelöst. Und ja, heute kam meine Bestellung an. Und ja, dann schauen wir doch mal, ne? Also, als erstes mein Body Mousse Pink Grapefruit. Lecker, es riecht so lecker. Bleibt schön liegen bis zum Sommer. Ha, herrlich. Dazu passend das Duschbad. Auch dieses, es riecht einfach toll, ich weiß es. Es riecht einfach super. Pink Grapefruit, schönes Sommerduschbad. Bleibt liegen, wird nicht angerührt, bleibt erstmal liegen. Sommer kann kommen. So, Spiced Pumpkin mitgenommen. Mal schnuppern. Weihnachtlich, riecht weihnachtlich, war auch reduziert. Ist sowohl Bade- als auch Duschgel. Und ja, süß, ja, Kürbis, ich weiß nicht, ein bisschen Kürbis rieche ich, aber es riecht sehr weihnachtlich halt, irgendwie. So, dann Raspberry Ribble, dieses hier habe ich noch mitgenommen. Mitgenommen, wieso sage ich immer mitgenommen? Ich habe ja online bestellt. Oh, riecht das lecker. So richtig fruchtig, richtig voll fruchtig, so vollmundig fruchtig. Lecker. Ja, ich habe auch aus der neuen Serie Schokomania da mal was bestellt. Und zwar natürlich, wie soll es anders sein, das Duschbad. Boah, riecht das heftig nach Schokolade. Aber nach dunkler Schokolade. Boah, übel. Aber interessant, riecht gut. Ist ein guter Ersatz für mein Balea. Das, was es ja nicht mehr gibt hier, dieses kleine Miniset. Hat ein bisschen Ähnlichkeit vom Duft her. Gratis dazu gab es dieses kleine Dösken Schokomania Bodybutter. Da gehen wir jetzt mal mit purer Gewalt bei und machen das auf. Wenn ihr mit Scheren sowas aufmacht, dann seid vorsichtig, dass ihr euch nicht die Finger... Geht hier zu wie auf dem Flughafen. Moment, da bin ich wieder. Das Produkt ist immer noch nicht auf. Mist! Ich finde es ja gut, dass man sowas einschweißt, aber man muss ja auch irgendwie weit runterkommen. Immer vom Körper weg, ne, Leute? Nicht, dass ihr euch das irgendwo reinrammt. Ecke anschneiden und dann kann man es aufmachen irgendwie. Oh, Mann, Gott, ist das stabil. Himmelsakra. Kann man das nicht auch... Ach, so, jetzt aber. Jetzt haben wir es offen. Es ist offen. Oh, riecht nach, riecht wirklich heftig nach Schokolade. Kommt lecker. Kommt wirklich lecker. Oh, interessant, interessant. Ich habe mir für den Sommer aber noch was geholt. Und zwar die hier. Und zwar Strawberry Body Butter. Machen wir auch mal auf, ne? Sommer ist ja nicht mehr so weit hin. Da können wir es schon mal aufmachen. Kriegen wir es eigentlich auch so auf? Mit dem Fingernagel? Ne, ich will... Ach, hier, guckt mal. Da ist sogar so ein Ding, da kann man dran reißen. Wenn es denn funktioniert. Aber ich breche mir da eher den Fingernagel ab, als dass ich da aufkriege. So, jetzt aber. Jetzt hat's... Ah! Jetzt haben wir's. Gleich mal den Müll wegtun. So. Hier haben wir... Strawberry Butter. So sieht sie aus. Oh, die Farbe. Boah, Erdbeer. Ohne Ende. Ein geiler Erdbeerduft. Oh, die ist aber von der Konsistenz im Vergleich zu dem Kakaozeug, zum Schokoladezeug, flüssiger. Also ein bisschen flüssiger. Aber riecht künstlich Erdbeer irgendwie. Ich weiß nicht, mit Erdbeer habe ich immer so ein Pech. Ich habe immer das Gefühl, es riecht so künstlich. Oder es liegt wirklich an diesem Regina-Regenbogen-Zeug, wo diese Katze so künstlich roch nach Erdbeer. Dass ich deswegen das immer so mit künstlich irgendwie in Verbindung bringe. Aber es riecht extrem stark nach Erdbeer. Also wenn ich so, da rieche ich schon auf die Entfernung. Und das ist schön. Also das finde ich gut. Für den Sommer. Da freue ich mich drauf. Das wird werden meine Sommerprodukte. Naja, vielleicht Frühjahrsprodukte. Mal gucken. Das war's schon. Mehr habe ich nicht beim Bodyshop bestellt. Reicht auch. Jetzt bin ich mit Bodyshop, glaube ich, auch erstmal durch.
Wie gesagt, da habe ich auch wirklich nur wegen diesen 20%. Dadurch hat sich die Glossybox für mich im Januar auch gelohnt. Ansonsten hätte ich sie wahrscheinlich auch nicht so toll gefunden. Aber so mit den 20% habe ich halt doch schon immerhin 10er fast gespart. Ne? Also daher ist das in Ordnung. Ja, das war meine Bodyshop-Bestellung und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!